Schöne Worte sind nicht wahr, wahre Worte sind nicht schön. Wird die Wahrheit, wenn sie ausgesprochen wird, zum Verhängnis? Wird die Wahrheit zum Verhängnis? Darüber möchte ich mit euch heute reden in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ja, das Thema Wahrheit, da habe ich mir auch jetzt die letzten Wochen immer wieder Gedanken gemacht, weil mir auch immer wieder Leute sagen, wie ehrlich ich bei meinen Videos bin und auch bezüglich meines Projektes, was ich einfach knallhart durchziehe und sozusagen den Wandel wirklich ja, lebe auch zum Teil. Und da sagen mir auch viele Leute, wenn ich zum Beispiel mein Online-Marketing mache oder meine Crowdfunding-Kampagne, dass ich doch zu viel von mir preisgebe, dass ich zum Beispiel die Permakultur oder die nachhaltige Landwirtschaft nicht mit dem Tai Chi verbinden soll und da auch nicht meine Eindrücke, meine Erfahrungen und meine Glaubenssätze und Sichtweisen preisgeben sollte, weil das dann zu viel der Wahrheit entspricht und das auch dann wieder gegen mich verwendet wird, beziehungsweise auch die Leute abschreckt und dann mehr oder weniger meinem Projekt nicht zugutekommen. Und da muss ich einfach klipp und klar sagen, ich bin einfach offen und ehrlich. Ich sage viel lieber die Wahrheit, vergraule dadurch die Menschen, aber dafür vergraule ich den einen Menschen, den ich jeden Tag in dem Spiegel anschauen muss, und das bin ich. Mich vergraule ich dadurch nicht, weil ich weiß, dass ich mit meinen Überzeugungen ja einfach dahinter stehe, diese ausspreche und einfach ja so ja einfach jeden Tag in den Spiegel schauen kann und sagen kann, hey, ich muss mich nicht für Geld bücken, ich muss nicht das machen, um der Person X oder Y zu gefallen. Ich sage einfach das klipp und klar offen und bin auch damit viel zufriedener, als die ganze Zeit mit einer Lüge zu leben. Und das staut sich natürlich auch in den Gefühlen und Emotionen natürlich auf. Und das sieht man halt auch einfach in unserer heutigen Gesellschaft, dass einfach sehr viel, ja, hinter den Fassaden stattfindet, sehr viel gelogen wird oder nicht alles offenbart wird, damit man halt seinen eigenen Nutzen maximieren oder profitieren kann, seine beste Seite zum Beispiel auch verkaufen kann. Also ich habe auch schon sehr viele Menschen erlebt, die halt so ja einem gegenüber sehr nett und zuversichtlich bzw. freundlich sind und dann einfach sagen, hey, du bist der Beste, du bist mein super Freund, machen wir was zusammen. Und dann über drei Ecken erfährst du, dass diese Person dann 5 Minuten später über einen abgelästert hat. Und ja, das ist einfach dieses ja Tratschen und einfach hinter einem Rücken ja dann doch sein wahres Gesicht zeigen. Und da bin ich einfach klipp und klar. Viele von euch haben bestimmt auch den Film Matrix gesehen, dass man jetzt sich entscheiden soll, welche Pille man nehmen sollte. Die Wahrheit, die unschön ist, die bittere Pille oder die rosarote, ja, schöne Welt. Und ja, wie gesagt, ich bin lieber offen und ehrlich. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die ich erst auf richtigen Nachdruck dazu bewegt habe, dass sie offen und ehrlich zu mir sind und auch ihre Meinung zu mir auch sagen. Also einmal habe ich mit einem Menschen geredet und ihn so lange, ja, nicht ausgequetscht, aber mit ihm geredet, dass ich halt zum Beispiel wegen meiner Crowdfunding-Kampagne nur Gelder sammle und nicht richtig arbeite in einem Unternehmen, sondern mehr auf die Kosten der Gesellschaft und meiner Eltern lebe. Habe ich dann so weit gebracht, dass ich halt ein ja, kleiner Schmarotzer und ja, Heuchler bin zum Beispiel. Und das hat er mir halt auch erst gesagt, nachdem ich diese Worte zu ihm beispielhaft beziehungsweise über mich dann erzählt habe. Dann hat er sein offenes
Gesicht gezeigt und davor war er noch so einigermaßen nett und freundlich und wollte halt meine Gefühle nicht verletzen. Und da sage ich halt einfach, ja, es ist halt einfach so, man kann nicht jedem Menschen gefallen. Und ja, es ist halt, ich habe dann wenigstens lieber wenig Menschen um mich, wenige Freunde, aber bei denen ich weiß, dass ich zu denen offen und ehrlich sein kann, sie meine Meinung, Sichtweisen respektieren und mich trotzdem auch als Mensch achten und nicht dann hinter meinem Rücken irgendwas sagen oder mir irgendwas vorgaukeln oder vorheucheln, weil auf sowas kann ich ehrlich gesagt verzichten und das sehe ich halt oftmals auch hier in unserer Gesellschaft und wie gesagt, ich bin lieber offen und ehrlich und gehe lieber damit zugrunde, anstatt die ganze Zeit irgendwie so emotional oder so eine Lüge vor mich herzuleben und dann mit 60 zu erfahren, dass man dann doch alleine seine Tage verbringen muss, wenn man doch keine wahren Freunde gehabt hat. So, das war jetzt so einfach mal, wollte ich mich wieder ein bisschen aussprechen über das Thema Wahrheit und bezüglich auch der Menschen und der Ehrlichkeit. Wenn dir solche Videos gefallen, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch über einen Kommentar, wie du dazu stehst. Und auch, ob du solche Erfahrungen auch gemacht hast, solche Menschen schon erlebt hast, von denen du meinst, hey, der ist ja eigentlich nett und freundlich zu mir, ich glaube, mit dem könnte eine gute Freundschaft werden und dann doch sein wahres Gesicht gesehen hast und ja, er dann doch nicht so eine nette Person zu dir ist, wie er vorgibt zu sein. Natürlich würde ich mich auch freuen, wenn du den Kanal kostenlos abonnieren würdest und auf die Glocke drückst. Damit wirst du immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und gerne kannst du auch meine Webseite besuchen und dort weitere Unterstützungsmöglichkeiten für mich und mein Projekt finden. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.